herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter. Wir sind hier bei Bridge Constructor Mittelalter. Und wie ich gerade feststelle, hier zeigen ja schon an, wo es ungefähr in der Runde geht. Das heißt, hier geht es wieder darum, irgendwas zum Absichern. Verstärke und überdache die Brücke. Mindestens 4 Einheiten des Konvois müssen weiterkommen. Und wenn wir alle 7 schaffen, gibt es dafür die extra Krone. Gut, schauen wir uns die ganze Runde mal an. Wie kommen denn die Meteoriten? Das heißt, schräg weit hinten. Und ja, vom Gewicht her sollte es eigentlich recht einfach sein. Gut, bauen wir das Ganze einfach mal so. Wir scheinen doch Kohle ein bisschen zu haben. Deswegen können wir hier ein bisschen mit Stein arbeiten. Und machen das Ganze hier sehr, sehr starr und sicher. Einmal, jetzt brauchen wir hier noch so eine Seitenstrebe von hier. Das heißt, wir gehen den hier und sichern das Ganze hier noch ein bisschen ab. Einmal. Und ja, hier von der Seite. Na, wo fällt? Einmal können wir das Ganze absichern. Jetzt müsste es vom Gewicht her eigentlich fast schon gehen. Schauen wir mal nach. Okay, aber wir brauchen jetzt natürlich hier noch die Abfederung, dass wir hier auch so eine kleine, soll ich sagen, dass wir hier eine Möglichkeit haben, uns gegen die Steinschläge hier zum sichern. So, na, zu hoch, einmal, zweimal. Hin oder sollen wir hier vielleicht ein bisschen auf kleineres Holz gehen? Damit kommen wir bis zu der Höhe hier hoch. Das reicht uns auch mit 2er. Da kostet nicht ganz so viel. Langsam müssen wir ein bisschen auf die Kohle achten. Ansonsten ersetze ich hier drüben auch noch. Na, setzen wir das Ganze einfach mal. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jetzt kommt das Dach. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Und wir probieren das Ganze aus. Okay, die kleinen Streben. Da ist schon der erste eingestürzt. Okay, das zerschmettert uns alles hier. Der Balken hier war instabil, deswegen nehmen wir hier einmal einen stärkeren. Hier nehmen wir auch einen stärkeren. So, schauen wir nochmal nach. Okay, dieses Mal wird es schön abgefedert eigentlich. Da hinten kommt immer dieser extrem starke. Das heißt, wir probieren ihn schon von der Höhe her ein bisschen abzufedern. Wenn er nicht so weit runterfliegen kann, dann ja, haben wir auch nicht so eine große Krafteinwirkung. Deswegen gehe ich hier ein bisschen nach oben. Hier gehe ich ganz nach oben. Hier gehen wir auch ganz nach oben. Verbinden die Stütze hier entsprechend. Und immer schön zur Seite. Machen, damit einfach die Kraft hier abgefangen wird. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die Kraft kommt, da haut es uns im ersten weg. Okay. Was können wir noch entsprechend verbessern? Wir haben hier hier können wir natürlich auch noch einen reinmachen, einmal. Aber dann müssen wir natürlich unten die Kraft auch ein bisschen weitergeben. So, noch eine Runde. Einmal. Jetzt kommt der Große wieder auf der Seite. Zack, dieses Mal hält es. Dann kommt nochmal ein Stein. Aber unsere Einheiten kommen schön durch. Perfekt. Das war die Runde 3 oder die Brücke Nummer 3
Und wir schauen, kommt noch eine Zwischensequenz? Nein, es kommt keine. Aber jetzt scheint wieder eine Angreifermission zu kommen, wenn ich mir das Symbol hier anschaue. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, denn die Runde senden wir morgen dann. Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.